Bill Gates ist nicht für das Coronavirus verantwortlich. Trotzdem werfen ihm Verschwörungsideologen genau das immer wieder vor. Er hätte Covid-19 erfunden, hätte die Weltgesundheitsorganisation WHO gekauft und zwingt jetzt die Regierung zu den freiheitseinschränkenden Maßnahmen, um noch mehr Geld zu verdienen und die Welt und die Menschen mit Impfungen und Mikrochips zu kontrollieren. Für manche klingt das irgendwie überzeugend, ist es aber trotzdem nicht. Warum die Verschwörungstheorien unbegründet sind, ist schon vielfach erläutert worden. Doch die irrationale Kritik der Verschwörungsideologen weist auf tatsächliche Probleme hin. Um diese Probleme von der Irrationalität zu befreien, sollten wir uns mit den Fakten dahinter beschäftigen. Bill Gates und seine Frau Melinda haben die Bill and Melinda Gates Foundation mit ihrem Vermögen am Microsoft-Konzern gegründet und unterstützen seit 1999 vor allem Impfkampagnen weltweit. Der aktuell große Einfluss der Gates-Stiftung auf die globalen Gesundheitsprogramme ist real und auch ein Problem. Denn die Arbeit der Stiftung ist von neoliberalen Konzepten geprägt. Sie finanziert vorrangig in Felder, in denen Raschwirkungen nachzuweisen sind. Deshalb nehmen Impfprogramme einen großen Teil ihrer Investitionen ein in der Global Alliance for Vaccines and Immunization, ebenso wie im milliardenschweren Polio-Ausrottungsprogramm der Weltgesundheitsorganisation. Investitionen in strukturell wichtige Bedingungen für gute Gesundheit, zum Beispiel saubere Wasserversorgung, unternimmt sie dagegen nicht. Und mit dem starken Fokus auf soziales Unternehmertum stärkt die Gates-Stiftung den Trend in der globalen Gesundheit hin zu Privatisierung im Gesundheitssystem, anstatt öffentliche Gesundheitsdienste zu unterstützen, die für alle Menschen zugänglich sind. Die Stiftung ist nicht die Strippenzieherin hinter der Politik, wie es auf den Hygienedemos zu hören ist, sondern sie ist ein Symptom einer Politik, die wirtschaftlichem Einfluss zu viel Raum gibt. Seit Jahrzehnten werden Unternehmensgewinne immer weniger besteuert. Erst dadurch konnte Gates zum Multimilliardär werden und seine Stiftung gründen. Und mit dieser Stiftung dann die Defizite einer öffentlichen Finanzierung von globaler Gesundheitsforschung und Gesundheitsprogrammen nach eigenem Gutdünken kompensieren. Dabei ist er keiner gewählten Instanz rechenschaftspflichtig, was er mit seinem Geld macht, sondern lediglich seinem selbst ausgesuchten Stiftungsrat. Und das ist tatsächlich ein Demokratiedefizit, das es zu kritisieren gibt. Was wäre also zu tun? Statt einer Gates-Stiftung bräuchte es eine konsequente globale Sozialpolitik, die die Gewinne, die mit der wirtschaftlichen Globalisierung erzielt werden, im Interesse aller Menschen umverteilt, in für alle verfügbare soziale Infrastrukturen wie Bildungs- und Gesundheitssysteme. Also die Ausweitung der nationalen Solidarsysteme, wie sie in Teilen der Welt schon bestehen, auf alle Länder, unter demokratischer und zivilgesellschaftlicher Kontrolle. Dann bräuchte es auch keine privaten Stiftungen und keine Verschwörungsideologien mehr.